Okay, my dudes. Oh, und wir gleiten da für mich aufs Eis. Und was bist du für einer? Nein, nicht hier. Da lang. Die Natur ändert ihr Erscheinungsbild gemäß den Jahreszeiten. Sie ist ein unschätzbarer, kostbares Gut. Ah, muss man kurz das Ding wegmachen. Die Anzeige vom Camtasia. Okay. Wir nehmen es genau. 29, 30, 31. Ne, so und so auf. Und wir kämpfen auf einer kalten Eisfläche in der Nacht. Ja, es ist 20 Uhr bei mir. Deswegen ist es jetzt dunkel. Und Pesniew ist tschüss. Also tot. Mebran hat dieses Boden-Wasser-Dings da, ne? Ideale Gegner für Seppi Queen. Und Chuck Norris verändere ich jetzt mal die Position. Das ist mehr als überlevelt. Und es leckt bei mir. Auf einmal. Was ist da los? Java, greifst du mich wieder an oder so? Laubklinge. Und tschüss. Es leckt wieder. Gott, verdammt. Ich hasse sowas. Maracamba. Hier ist dieses Kaktus-Pokémon. Da brauchen wir Feuer. Na komm, ich schließe jetzt mal wieder ein bisschen was. So, der Gegner hat Dinge in den Kampf gesetzt. Ich habe jetzt nichts geschlossen, ich habe jetzt nur ein Fenster geschlossen. Und er pausiert, weil ich nicht will, dass ihr das seht. Weil ihr müsst ja nicht alles wissen. So, Funkenflug. Und tschüss. Und ja, das war's für Dings da. So, und es gibt uns eine Beere, weil er ein Ranger ist. Dies ist eine der Gaben, die uns die Natur mit jeder neuen Jahreszeit beschert. Eine Plüsifbeere. Die Jahreszeiten kommen und gehen und die Pokémon entwickeln sich. Aber wie können wir es erreichen, dass die Menschen sich verändern? K.A. Frag jemand anders. Ich bin nur ein Trainer, der einen Giftstich gefunden hat, das Giftattacken verstärkt, wenn es ein Pokémon trägt. So, dann müssen wir surfen. Wie gesagt, ja, holen wir uns erstmal das Item, was soll's. TM36 Matschbombe. Natürlich möchte ich surfen, was ist denn das für eine Frage hier? Ah, ich hätte einen Schutz verwenden sollen. Ja, Flunschick. Boden, Wasser, glaube ich, ist das Pokémon. Oder nur Boden, ich habe keine Ahnung. Hat nur Level 17, was zum Teufel. Fangen wir es einfach mal. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Echt keine Ahnung. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. Flunschlick wurde gefangen. Flunschlick. Falle. Ohne Elektro ist es, okay. Er ist einzigartig, die Typenkombination. Größe 70 cm. Wiegt 11 Kilogramm nur. Sehr leicht. Dank seiner dicken Haut hält es selbst das Gewicht eines Sumo-Ringers aus. Wenn es Stromschläge verteilt, grinst es. Wie grinsen? Es hat doch kein Gesicht, oder? Ja doch, hat ein Gesicht, aber hat doch keine Face. Egal. Ich nenne es einfach mal... Ja, ich habe einen Spitznamen. Dann nehme ich jetzt meine Maus her. Scheiße, vertippt. Ich nenne es schlicht und einfach. Nein, nicht so, sondern so. Flutschi. Der einflussreichste Spitzname für so ein Pokémon. So, hier ist noch ein TM, ja. TM wäre schön, ist aber nur ein Hyperheiler. Und hier ist eine Schirmdame. Plitsch, platsch. Hast du das gehört? Das war das Geräusch deiner Schritte. Das war einfach zu süß. Ja, das hätten wir gehört, wenn wir im Frühling, Sommer, Herbst gespielt hätten. Aber wir spielen hier im Winter. Hier ist alles eingefroren. Und wir kämpfen jetzt auf Eis. Ich will um jeden Preis gewinnen auf dem
Eis. Und danach esse ich eine Schüssel Reis. Und das ist kein Scheiß. Wie jeder weiß. Warum setze ich Adventi gegen ein Wasser-Pokémon ein? Kevin hat wieder nicht sein Gehirn verwendet, aber... Nein, ich habe mich vertippt. Ja, ich schieb einfach alles auf vertippt, obwohl es meine Dummheit war. Ach, jetzt weiß ich, was ich vorhatte. Okay, Spukball. Ja, okay. Tschüss. Und jetzt kommt Picolente. Dann nehmen wir unser schwächstes Pokémon, Saiyajin. Und ich habe die Position immer noch nicht geändert. Mache ich jetzt sofort nach dem Kampf. So, Fokusstoß, Lake, Siedewasser oder Surfer. Ich nehme mal Siedewasser. Ich will es mal verbrennen. Ist zwar nicht sehr effektiv, aber egal. Wasserring. Er generiert jetzt nach jeder Runde ein paar KP. Die kann man auch vergleichen mit Verwurzler. Bis auf den Unterschied, dass bei Verwurzler das Pokémon nicht ausgetauscht werden kann. Und es brennt. Und es zerdringt hat ein und es stirbt jetzt. Na, du stirbst jetzt. Hallo? Stirb! Stirb! Nein, nicht heilen, du sollst sterben. Stirb! Also. Brave Ente, so stelle ich mir das vor. So, und jetzt ändern die Position von Dingsbums auf Dingsbums. So, Chagnos ist stark genug. Nehmen das Glücksei und geben es Saiyajin. So, Glücksei, Glücksei. Items, Medizin hier. Okay, Glücksei. Ich könnte eigentlich mal wieder sortieren. Mache ich jetzt dann. Ein bisschen Item verwalten für die Langeweile. Okay, alles ist wieder schön sortiert und aufgeräumt. Die Musik ist echt gut gemacht. Kompliment an Game Freak. Ha, jetzt kenne ich den Namen der Firma. Okay, jetzt müssen wir übers Glatteis schlittern. So, denn hier geht es irgendwo in einen Moor hinein. Aber ob wir den im Winter erreichen können, weiß ich nicht. Falls, wenn nicht, dann mache ich einfach mal, schalte ich einfach mal die Jahreszeit um. Ne, denn ich bin Gott, ich kann die Jahreszeiten ändern. Und die können wir nicht durch, aus irgendeinem ominösen Grund. Warum können wir nicht dahin? Ah, jetzt geht's. Okay, ich war schon besorgt. Aber wo ist der Eingang zu diesem... Flunschlick gegen. Oh, ich habe vergessen, die Position zu ändern. Danke, Flunschlick, dass du mich darauf hinweist. Sehr freundlich von dir. Warum leckt es jetzt schon wieder so? Gottverdammtes Scheiß Mist. Windlofs 7. So. Tausch mit Chagnos. Und dann in der Post, denke ich. Dann schließen wir das Ganze. Was denn jetzt schon wieder? Das hatte ich ja noch nie, dass es so hängt jetzt. Hallo? Du kannst fliegen, ja toll. Ah, hier geht's rein. Und schon wieder ein Hänger. Was ist da jetzt los? Das hatte ich echt noch nie. Das ist jetzt eine Premiere schon wieder. Egal, ich mach jetzt einfach mal weiter. Werde ich eins mit Baum und Strauch, erwacht die Mutter der Natur in mir. Überzeug dich ruhig selbst davon. Für alle Tipps, was, wenn ich mal kurz pausiere? Okay, das war jetzt total verbuggt. Jetzt leckt es aber nicht mehr. Mein Lieblings-Pokémon! So, Chillabelli, ich mach's ganz sanft, okay? Ohne Schmerzen. Oh, es bringt mein Saiyajin zum Lachen. Ist das nicht lustig? So, jetzt stupst ihn ganz leicht an, Saiyajin. Das ist ein Fokusstoß mit einem Herzchen. Und tschüss, Chili.
Oh, ich mag Chillerbell. Und tschüss. Hier, das ist für dich. Für Pokémon ist das ein echter Leckerbissen. Pilsifbeere. Es gibt Städte und es gibt die Natur, die Vielfalt macht's. Wo man sich niederlässt, kann jedes Pokémon und jeder Mensch frei für sich entscheiden. So, hier geht's zur Brücke, wo wir dann die uns dann nach Twin Drake City hinbringt. Und wo sind wir hier jetzt? Moor von Nevaio. Oh ja, eingefrorener Moor von Nevaio. Hier ist ein Stärkefelsen. So. Und tschüss. Ah, okay, hier ist wieder Eis. Hätte ich mir denken können. Wo geht's denn hier lang? Hier ist ein Item. Namens Hyperball. Ich glaube wieder, man kann hier mit verschiedenen Jahreszeiten überall hingehen oder so. Ja, das sieht gut aus. Und hier ist ein Carbon. So, wie schaffen wir es jetzt, dass sie gegen uns kämpfen will? Nein, so ist es nicht. Vielleicht so. So. Nach oben, oder? Nee. Ah, jetzt, die muss jetzt nach rechts schauen und dann müssen wir schlittern. Na komm, schau nach rechts. Schau nach rechts. Nein, nicht dahin. Hier. Hä, sprich mich doch an. Hallo. Ich dachte, du wirst kämpfen. My Lady. Hm. Oder müssen wir die im Sommer ansprechen oder im Frühling? Ja, ich glaube, ich muss umschalten irgendwann. Okay, hier merken wir uns einfach mal. Hier kommen wir auch nicht anders hin. Oder ich probiere mal wieder ein bisschen. Vielleicht geht es ja doch irgendwie. Muss nachdenken. So, nein, es geht auch nicht. So vielleicht. Zack. Ne, wir kommen immer hier hin und dann will sie uns nicht ansprechen. Okay, wir müssen da umschalten. Das mache ich dann auch. Pausiere ich dann kurz, aber schauen wir es uns erst noch im Winter an. Was willst du, Flunschlick? Lass mich in Ruhe. Ja gut, Flunschlick ist vom Typ her Boden, Elektro, das heißt Wasserattacken wären sehr effektiv. Also, mach mal dich mal ganz nass. Und tschüss. Level up. Oh, schade. Naja, egal. So, diesen Bereich hätten wir erforscht im Winter. Wo geht's hier denn lang? Aha, hier ist wieder ein Eis. Ein echter Ranger kennt sich selbst, seinen Gegner und die Umgebung. Henning heißt er. Ich kenne niemanden, der so heißt. Und ich kenne niemanden, der einen Gelatropo hat. Und ich kenne niemanden, der einen Seilchen hat. Und ich kenne niemanden, das ein Pokémon hat, das Fokusschuss kann. Und ich kenne kein Pokémon, das Lawine kann. Okay, genug rumgespäßelt. Jetzt wieder ernst sein. Fokusstoß. Ne, mein Seilchen hat vorhin auch nicht auf ernst gemacht, deswegen ging die Attacke auch daneben. Aber jetzt trifft's halt. Und tschüss, ne, ihr wisst, Kämpfe zerbrechen auch Eis mit ihren Fäusten. Scharfax, das ist die Weiterentwicklung von Maxax, ne, von Milzer. Überbrückung, okay. Ich glaube, die Fähigkeit von ihm ist zuerst, ich weiß nicht, was Überbrückung bewirkt. So, mach mal eine Wasserattacke gegen dieses Drachen-Pokémon. Und es ist ein Volltreffer, sehr schön. Es benutzt Drachentanz, erhöht seinen Angriff und seine Initiative. Oh, damit kann man tödliche Kombis machen, weil Scharfax hat schon einen hohen Angriffswert. Und wenn man das mit Initiative erhöhen, kombinieren tut, das wäre dann, boah, das wäre echt mehr, nicht mehr schön. Aber egal, es ist Epic Queen, Alter, 45.
Wer allzeit bereit ist, erlebt keine Überraschungen. Eine Zitrobeere, damit die kann man Pokémon geben, das heilt dann KP. Hier ist ein Schneeberg. So. Was ist das für ein Item? Ein Top-Elixier. Damit können wir die AP eines Pokémon komplett auffüllen. So, hier ist ein Item, das will ich mir auch noch holen. Ich muss zugeben, ich mag diesen Mon überhaupt nicht. Weil ist einfach nur nervig, hier über das ganze Wasser immer zu gleiten und die ganzen Flunschleck, die auftauchen, wenn zum Beispiel Sommer ist oder so. Das ist auch nicht so ganz schön. Hier müssen wir jetzt irgendwie drüber surfen, damit wir ans Item kommen. Na, muss Item holen. Auch wenn es leckt, ist mir egal. So, Item her. Item, Item. Hier ist die Item-Polizei. Der Witz wird auch nie alt. Ein Top-Trank. Na gut, besser als nichts. Ich wäre mit einer TM glücklicher gewesen, aber egal. Ist hier vielleicht noch was? Den oberen Bereich hat man jetzt auch unter die Lupe genommen. Hier geht's raus. Wollen wir aber noch nicht. Oh, hier geht's ja noch. Oh Gott, hier ist wieder ein großer Bereich zum Erkunden. Jesus, Maria, Josef und Christus. Ja, hier waren wir schon. Hier müssen wir irgendwie surfen. Ich probiere es mal mit Surfer. Vielleicht kommen wir an irgendeinen Secret hin oder so. So, wo sind wir hier jetzt? Ah ja, jetzt sind wir hier. Surfen kann ich hier nicht. Ich drücke jetzt A. Ihr könnt es hören. Nix, geht nichts. Ich muss wieder nach oben irgendwie. Und gehe ich mal hier lang, dann müssen wir die Wanderer ansprechen können. Wenn ich einen Trainer treffe, kämpfe ich erstmal gegen ihn. Wer weiß, vielleicht bekomme ich ja so ein neues Wasser-Pokémon zu Gesicht. Okay, ist wahrscheinlich ein Angler und kein Wanderer. Hallo Angler. Krishan. Hast du auch was anderes außer Barschufts? Irgendwie hat jeder Angler Barschufts. Kann auch sein, dass es mir einbildet, aber es kann auch sein, dass es stimmt. Okay. Fokusschuss hat jetzt keine AP mehr. Streifi, komm her. Kurzen Prozess. Streifis, Verteidigung sinkt, aber das macht nichts. Einfach eine Donnerblitzattacke und das Barschufts ist down. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Quabbel oder ein Apoqualypt, die Entwicklung von Quabbel. Oder noch ein Barschuft. Flutschlink, ja, Boden, Wasser. Gut, ich bin begeistert, dass jetzt mal ein anderes Pokémon kommt außer Barschuft. Also gut, komm, Streifchen, komm raus. Machen wir dieses Flunschlick nass. Siedewasser müsste reichen. Und tschüss. Was? Hat überlebt. Was? Es kann Tarnung. Was? Es ist ein Eis-Pokémon. Egal. Tschüss. Das ist doch nur Verzögerung. Das macht den Part unnötig länger. So, weh, du setzt nochmal Ausdauer ein. Ich sollte meine Fresse halten. Seufz, hat gar keinen KP verloren. Jetzt aber. Tja, dreimal die gleiche Attacke funktioniert auf Dauer nicht. Flunschlick. Und tschüss. Du bist echt nervig. Jetzt müssen wir nach oben. So, wo geht's denn hier lang? Gegen die haben wir schon gekämpft, oder? Haben wir gegen die schon gekämpft? Pokémon-Trainer knüpfen Freundschaften, indem sie gegeneinander kämpfen. Ja, das ist mir schon klar. Erzählen mir alle Trainer das, was ich schon weiß. Naja, Emolga ist mal was anderes.
Okay, Elektroflug gegen Wasser ist ein bisschen riskant eigentlich vom Typ her, aber was soll's, Surfer? Und tschüss. Das war ganz klar der Levelvorteil, der zum Kill geführt hat. Wollen wir Pflanzen-Pokémon bekämpfen? Ja, komm. Was soll's? Mal wieder ein Surfer. So, machen wir es mal schön nass, dieses Pflanzen-Pokémon. Akropessur! Erhöht zufällig die Statuswerte eines Pokémon. Und zwar stark. Das ist jetzt in dem Fall der Spezialangriff, der erhöht wurde. So. Oh Gott, nein. Nicht Gigasauber. Ja gut, das war mein eigenes Fehler. Ich habe ein Wasser-Pokémon gegen ein Pflanzen-Pokémon angetreten lassen und das ist dabei rausgekommen. Naja, war ich selbst schuld, okay. Adventi. Du musst es leider ausbaden, tut mir leid, dass es so kommen musste, aber ich war halt blöd. So, tschüss. Und tschüss. So. Was kommt jetzt? Marmolida, das ist, keine Ahnung. Wieder ein Pflanzen, glaube ich. Oh, dieses Viech, stimmt. Komm, Spukball, was soll's. Raus, Zöger. Langweilig, 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 langweilig. Langweilig, 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 ja. Und tschüss. Hast da viele KP, aber die helfen dir nicht weiter. Als Zeichen unserer Freundschaft solltest du diese Zitrobeere haben. Wir sind keine Freunde. Wenn wir Freunde sind, dann lebt Adolf Hitler noch. Oh, ich habe Adolf Hitler gesagt. Wie komme ich da jetzt hin? Muss ich da auch auf Frühling umschalten? Ich glaube ja. Gibt es sonst noch was, was wir im Winter erkunden können? Hier waren wir, glaube ich, schon, ne? Ja, ich glaube auch. Ja, hier ist ein Trainer. Und hier kommen wir hier hin, oder? Wir können ja surfen, vielleicht kommen wir dadurch zu diesem Item hin. Ja, es wäre eine Möglichkeit. Hä? Achso. Nee, das funktioniert auch nicht. Nee, das funktioniert nicht. Nee, leider. Okay, ich muss umschalten auf Frühling. Wir haben im Winter alles erkundet. Gut, dann schalte ich mal auf Frühling um. Bis gleich. So, umgeschalten ist es jetzt. Jetzt ist Frühling. Und die Blumen wachsen. Ist ja schön. Gehen wir wieder rein. Und oh, sieht ja alles so anders aus. Sieht da cool aus. So, jetzt können wir über dieses eingefrorene ehemalige Eis drüber. Und wir können uns diesen Top-Beleber holen. Ich glaube, die Jahreszeit behalte ich auch gleich. Wir waren ja jetzt lang genug im Winter. Und was ist das? Schnudeln! Das Pokémon taucht auf, wenn man über Wasser geht, über dieses, über dieses Wasser, was da eingefroren war. Und es entwickelt sich zu Hydragil oder zu Cavalantis. Ich habe keine Ahnung, was von den beiden das ist. So, fangen wir es einfach mal. Was war das für eine Attacke? Irgendeine Käferattacke. Käfertrutz, ne? So, Hyperball. Einmal, zweimal, dreimal. Gotcha! Schnudhelm wurde gefangen. Schnudhelm, Schnecke, Käfer. Größe 40 cm, Gewicht 77 kg. Bei Gefahr zieht es sich zum Schutz in seine Muschel zurück und schießt seine klebrige Flüssigkeit aus dem Spalt. Ich weiß, wie es nenne.
Ich hab's gleich, Moment. Lancelot. Budu. Ach verdammt, das Auftreten von Pokémon auf diesem Wasser ist sehr häufig. Nicht wahr, Flunschlich? Du bist mir derselben Meinung. Ja, Soda Cheetah ist leider down, deswegen ist Chuck Norris jetzt wieder in erster Position. Leider. Ach, ist so schön, wie jetzt die ganzen Blumen sprießen. So, hier waren wir ja schon. Das ist der Punkt, wo wir Stärke da eingesetzt haben. Und jetzt taucht ein wildes Pokémon auf. Nidorana. Die Weiterentwicklung von Dingster von Shyquab. Aber ich will es jetzt nicht fragen oder besiegen. Ich habe jetzt keine Lust drauf. So. So, dann sprechen wir die einfach mal an, die Schirmdame. Schnuten! Lass mich in Ruhe. Ja, komm. Ich will jetzt nicht kämpfen. Tschüss. Soll einen Schutz einsetzen, wenn noch eins auftaucht. Ich setze es in Schutz ein. Diese Schnuthelms. Oder Schnuthelme. Mir egal, was das für Dinger sind. Ich hätte einen Helmi nennen sollen. Helmi von Mega Man. Dann nimmt der Mirko die Viecher da. Das Mirko LP. Kann auch sein, dass sie echt so heißen. Ich spiele kein Mega Man und so. Ich habe mir neue Stiefel gekauft und bin jetzt hier, um sie schmutzig zu machen. Und bei einem Kampf werden sie bestimmt erst so richtig schmutzig. Ja gut, das ist eine völlig andere Dame, richtige Damen. Versuchen die Schuhe sauber zu halten, aber ja, ist deine Entscheidung. Du mit deinem scheiß Quabbel. Streifi. Wir setzen Streifi echt selten ein. Aber Streifi war ja auch immer overleveled. Bis jetzt. Jetzt ist es nicht mehr overleveled. Im Gegenteil, es ist sogar eins der schwächsten Pokémon in unserem Team. Fast alle unsere Pokémon haben Level 45, außer Streifi und Soda Cheetah. Und tschüss. Naja, muss man ja trainieren in der Liga, ist auch gut so. Quabbel, ja doch, wir müssen unser sechstes Team-Pokémon trainieren in der Liga. Das ist. Da brauchen wir auch wieder ein Part oder zwei. Vielleicht mache ich es auch offscreen, mal schauen. Hier ist das männliche Quabbel, kennen wir ja schon, zwei Formen. Und tschüss. Sieh nur, der Kampf war heftig, so heftig, dass meine Stiefel total verdreckt sind. Ja, toll. So, Schutz. Schutz. Hier, Topschutz. Einsetzen, so. Und jetzt nehme ich mir mal den, den EP-Teiler. Setz Streif hier an die erste Position. Entnehme das Glücksei von Saiyajin und gebe es Streifi. Ihr seht es ja leider nicht. Ich mach's so schnell wie es geht, Leute. Keine Panik. Ihr seht gleich wieder was. So, genau jetzt. Okay. So, vielleicht ist hier noch was, was wir nur im Frühling erkunden können. Oder im Frühling, Sommer, Winter. Frühling, Sommer, Herbst. Ist hier oben vielleicht noch was? Sieht nicht danach aus. Okay, verlassen wir einfach mal die Morphon Nevajo und gehen zur Brücke. Okay, hier ist ein Item. Bitte TM. Hä? Ich gehe jetzt irgendwie dort nach rechts. Hallo, ich will nicht nach rechts gehen. Na gut, wenn ich schon nach rechts gehe, dann nehme ich den Hyperball mit.
So, okay, es geht, es hat's aufgehört. Komisch. So, die haben wir, glaube ich, schon bekämpft, ne? Ja, haben wir. Dann geht's hier weiter. Hey, danke. Themenfassade. Ich habe es leider nicht mitlesen können, weil ich dachte, es wäre eine Trainerin. Fassade. Bei Vergiftung, Paralyse oder Verbrennung verdoppelt sich die Stärke des Angriffs. Ja, deswegen ist Fassade auch so beliebt. Ein wahrer Angler kann keine Geduld. Also, lass uns sofort kämpfen. Natürlich kämpfe ich gerne. Angler Vito. Er hat einen Barschuft. Ja, wir haben unser Streifi in erste Position getan, aus diesem Grund, weil hier sehr viele Wasser-Pokémon unterwegs sind. Donnerblitz. Wir hätten auch Donner verwenden können, aber Donner kann unser Streifi leider nicht. Aber bald wird es Donner können. Und im nächsten Part kann eins unserer Pokémon Gigastoß. Das werde ich euch versprechen. Und wenn nicht, dann dürft ihr, keine Ahnung, dann dürft ihr machen, was ihr wollt. Dann dürft ihr mir einen Daumen runtergeben oder so. Ja, ihr dürft ja alles, ne? Keine Ahnung, dann dürft ihr mich melden, was weiß ich. Sucht euch was aus. Wenn du deinen Regenschirm drehst, sieht er aus wie eine Blüte im Regen. Ich habe keinen Regenschirm, was redest du da? Hast du gekifft oder was? Egal. Lidumbladra. Ich kenne echt niemanden, der so heißt. Und meine Stimme wird schon wieder ganz komisch, weil ich habe vorher schon Minecraft aufgenommen. Ja, ihr werdet den Part vor Minecraft sehen. Also bevor der Minecraft-Part hochgeladen wird, weil Minecraft dauert einfach länger zum Hochladen. Als Pokémon. Und ja, jetzt nehme ich schon ungefähr insgesamt 1,5 Stunden auf und ich merke, langsam wird meine Stimme schon wieder ganz verkratzelt. Tja, was soll ich schon sagen? Ich finde hin und wieder ein paar Brücken und verschenke sie dann an die Leute. Erstaunst du was? Das ist mein Leben, einfach aber zufriedenstellend. Heute Nacht habe ich einen Eisbrocken gefunden. Hier, das schenke ich dir. Also nicht Brücken, sondern Brocken. Tja, was soll ich schon sagen? Wenn du so vernarrt in diesen Brocken bist, dann komm doch einfach morgen einfach wieder besuchen. Jedoch zu einer anderen Jahreszeit, wenn es dir möglich ist. Nein, ich will keine neue Software von Apple. Leck mich am Arsch. Immer wenn ich aufnehme, ich schwör. Okay, was bringt dieses Eisbrocken? Erledigen zum Tragen. Verlängert die Dauer von Hagelsturm, wenn vom Träger eingesetzt. Oh, die ist nicht schlecht. Das Item ist nicht schlecht. Dann vermute ich mal, dass wir im... Naja, egal. Nein. Im nächsten Part. Bis dann. Servus.